Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. Wuhuhu. Ja, wir sind hier wieder auf Mixelpixel unterwegs und ich kann euch natürlich sagen, die Halloween-Deko ist weg, denn es ist der erste Elfte und ja, jetzt sollten wir uns mal langsam darum kümmern, dass wir tatsächlich auch mal, ja, ich würde sagen, etwas anderes bekommen, und zwar nämlich passend zur kommenden Jahreszeit, dass wir dann etwas winterlicher gestalten können, und dementsprechend wählen wir hier das Wintergebiet aus. Natürlich gefällt mir hier dieser Boden absolut nicht, aber er ist maybe. Okay, das Eis ist nur kein Eis hier, aber es könnte wahrscheinlich die einzige Möglichkeit sein, dass wir Schnee setzen können, ohne dass dieser kaputt geht. Ich weiß nicht, geht Schnee kaputt? Ich denke schon. Wenn es zu warm ist bei Eis, anyway, sowieso, wissen wir ja. So, dann fangen wir das Ganze mal an. Und zwar brauchen wir hier natürlich auch Köpfe. Und zwar Kopf MHF-Präsent 1 zum Beispiel. Da gibt es mehrere, da gibt es auch zwei und so weiter. Also zwei, ne? Es gibt zwei davon, es sei denn, ihr kennt natürlich noch irgendwelche Spielernamen oder so, ne? So, wir brauchen Schneeteppiche. Denn wir wollen ja etwas winterlicher dekorieren. Der Winter kommt, ob ihr es wollt oder nicht. Und ja. Ich schließe mich dem Ganzen natürlich an. Übrigens, wer gestern im Stream dabei war, also am 1.11., 31.10., okay, hier backt irgendwas. Maybe, okay, merkwürdig. Also, wenn ihr das Video hier seht, ist das schon wieder ein paar Tage her auf jeden Fall. Aber ich danke zumindest denen, die dabei waren, und hoffe, ihr habt Spaß mit eurem Gewinn. Und hier ist etwas falsch gelaufen. Was machen wir jetzt? Steinziegel könnten wir hinsetzen oder wir nehmen. Problem ist, wir nehmen, glaube ich, eine Seelaterne, weil sonst haut uns hier irgendwas ab und dann haben wir hinterher, ärgern wir uns darüber. So. Bisschen Schnee hier überall hin. Ich sehe schon, dass wir noch mehr brauchen werden. Da haben wir mal etwas mehr. Hier machen wir auch noch mal Einlage. Ja. Hallo? Das funktioniert heute wieder alles einwandfrei hier. Kappa. So, hier auf den Bäumen ein bisschen Schnee. Also, ich sag mal so, winterlicher zu dekorieren ist meiner Meinung nach, meine Freunde, weitaus schwieriger und aufwendiger als wie eine einfache Halloween-Deko. Weil Schnee gibt es ja überall. Ja. Warum fehlt hier auch schon wieder ein Block? Ich bin verwirrt. Also irgendwas muss hier kaputt gegangen sein, weil vorhin war alles noch tutti. Kann das sein, dass das Laub zum Teil zerfällt oder andere Blöcke zerfallen? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, Freunde. Also wenn ihr da was wisst. Haut es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Ich bin gerade ein bisschen. Ja. Machen wir zwischendurch nochmal ein paar Lücken, denn der Schnee fällt ja nicht immer gleichmäßig. Hier müssen wir dann nochmal ein bisschen Schnee überall. Ich mag die grüne Farbe nicht, aber Winterdeko, meine Freunde. Den Geschenkkopf, ja, den sollten wir auch setzen. Den packen wir mal hier drin.
Nee, den packen wir nicht da dran. Das sieht ja nicht gut aus. Da packen wir ihn hin. Ein kleines Geschenk für den Eingang. Ich meine, der allein schon der Eingang hat ja auch ein Geschenk verdient. gut, anyway. So. Ach komm schon. Ihr seht schon, der Schnee geht schnell alle. Lass mich mal gerade schauen. Sieht da schon winterlicher aus? Ein bisschen auf jeden Fall. Jetzt haben wir da auch schon drei Platten zum Teil. Gleich ist alle. Ist alle. So. Ja, ich würde mal sagen, so kann man zumindest schon mal anfangen, das zu dekorieren. Natürlich braucht man auch wesentlich mehr Schnee. Ich stelle mir schon vor, was für ein Heidenspaß das sein wird, wenn wir diesen Schnee entfernen müssen, wenn es im Frühjahr ist. Ich freue mich schon darauf, wenn das Wasser hier gefrieren sollte, wie sich das Ganze dann auswirkt. Ey, nicht buggen. Mann, ja. So, wir schauen jetzt nochmal nach dem Schnee. Und sehen, wir haben keinen Teppich, aber wir haben noch Schneeblöcke. Gar kein Problem. It's crafting time, baby. Ach ja, Grubwegeplatte, Eisenfalltür. Aber keinen Schneeteppich, seid ihr doof? Da wollen wir hin. So, jetzt wird es uns auch Schnee angezeigt. Ey, es gibt eine Anzeige. Junge. Ich habe tatsächlich gestern auch einen Creeper gehauen. Während eines Gewitters und er hat mir etwas Besonderes gedroppt. Und zwar ein lila Disc. Eine lila Schallplatte. Gibt es so ja relativ selten. Das Problem ist jetzt allerdings, wenn ich das jetzt abspiele. So. Jetzt solltet ihr es hören. Ja, ihr solltet es hören. Ich mach auf. Katze muss da durch. So. Ich muss mal schauen, inwieweit ich dann nochmal auch auf meiner Farm was dekorieren kann oder eben nicht. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend hier. Aber gut, dafür ist das halt nun mal so, ne, meine Freunde? Das ist eine ganz doofe Geschichte, eine ganz doofe Erdbeere, so, aber. Okay. Komm wenigstens den Weg hier. Ich glaube nämlich nicht, dass wir hier einfach wirklich alles mit Schnee bedecken können. Ja. Aber zumindest ein bisschen winterlicher haben wir das Ganze dann hier. So hier außenrum noch so ein bisschen. Und schon haben wir wieder keinen Schnee. Ja, aber. Ich sag mal so, meine Freunde, man kann mit wenigen Mitteln schon relativ viel machen. Natürlich ist es noch lange nicht so, wie es sein soll. Aber ich will dieses Biom nicht. Ich will es nicht. Ich will das Standardbiom haben. Es sieht schöner aus. Ich weiß jetzt natürlich, okay, hier ist wieder ein Bug.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Schnee dann da bleiben würde, theoretischerweise. Wenn das nicht der Fall sein sollte, müssen wir tatsächlich schauen, dass wir statt Schnee einfach Teppich nehmen. Ganz normalen Teppich aus Wolle. Das wäre noch ein Problem. Nein, das wäre noch eine Lösung zu unserem Problem. Wobei ich so hier das Ende auch mal ganz nice fände. Oder Mushroom. Nice. Könnte man sich alles mal überlegen, irgendwie irgendwann zu kaufen, wenn wir genügend Geld auf Vorrat haben aktuell. Naja, ist so eine Sache, Freunde. Wir werden auf jeden Fall hier das beobachten. Ob der Schnee bleiben will oder ob der Schnee sagt Tschüssi, ciao, ciao. So wie Katze gleich. Wenn das alles positiv verlaufen sollte, ist das eine ganz coole Geschichte. Wenn nicht, müssten wir das Ganze nochmal etwas umändern. Ich weiß, ich bin da etwas kleinlich, weil ich manche Farben nicht mag, aber anyway, mein Plot, meine Wünsche, ja, keine Ahnung. Aber ihr seht auch schon, die Farbe ist enthalloweenisiert. Klingt jetzt natürlich etwas komisch, aber ja. Ach so. Die Katze sieht da wieder normal aus. Ja. Es ist eigentlich auch selten, dass ich ja, sowas mache, aber gut. Ich denke mal, das war so eine kleine Idee, wie ihr das umgestalten könnt. Was ihr draus macht, ist dann euer Bier. Von mir ist auch euer Kaffee. Ich werde sehen, wie sich das hier mit dem Schnee verhält in dem Sinne. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Dann werde ich euch vielleicht nochmal die ein oder anderen Hinweise, Ideen oder Tipps liefern. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag. Macht es gut, tschüssi, ciao, ciao und auf Wiedersehen.